alles nein! Geben. Nein! 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 Alles! Es gibt eine Regel! Nein, ey. Der gute alte, ey. Wir, ey, wo Digga. Kommst du denn her? Von, weiß ich nicht, vom Sport! Muchacho, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute wieder grandiose Unterhaltung. Wir haben hier eine Map von Skyfall, King Kong Dedong. Da hat jemand im Auftrag, ja, hat er uns diese Map gegeben, geschenkt und die soll richtig crank sein. Ein wunderschöner Hakuna Ares und ein wunderschöner Hakuna Deko. Einen wunderschönen guten Tag, Wattmacher-San, hallo. Hakuna Matadas, Muchachos. Nüsse polieren, Schuss am Start sein. Wünsche wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Nacht, guten Dusch, guten Rauch, guten Besserung, guten Dienst, guten Feierabend, guten. Nitro! Ach ja. Du Scheiße! Nitro? Haben wir Nitro? Nee. Wir haben Nitro, ja. Wir haben Eiskalt Nitro, Digga. Alter! Okay. Geil! Das, wieder von Silber oder was? Das kenne ich eigentlich nur von Silber, aber diese Map ist von Skyfall. Also, Skyfall hat einen Freund. Das ist dieser King Kong, ja? Und der hat Ideen rausgebrezelt und Skyfall der hat gebaut. Heißt Laila. Wie heißt deine Mutter? Laila. Laila. Okay, ja, okay. Hast du verstanden, mal, Skyfall? Nee, wer war das? Also Skyfall ist der Map-Erbauer. Die Ideen kommen aber von King Kong. Okay. Ja! Okay. Hast du jetzt endlich verstanden? Ja, ja. King Kong. Oh, Digga. Es ist wieder unfassbar. Es ist wieder schön, oder? Warum? Schön, dass wir gemeinsam spielen. Ja, ey. Sehr gut. So ein Schlumpf, ne? Unfassbar. Okay, Muchachos. Neues Gesprächsthema, weil es gerade überall ist und weil Marvin sich auch schon eine Meinung bilden konnte. Die Dubai-Schokolade. Erstmal in die Kommentare, Muchachos. Habt ihr schon... Ach nein, Koralle, leck mir die Eier. Habt ihr schon von der Dubai-Schokolade gehört? Habt ihr sie schon probiert? Und was sagt ihr dazu? Sowohl, wenn ihr sie probiert habt, als auch nicht. Ich hab keine Ahnung, was man da machen muss. Hallo. Was? Okay. Ja, die gute Dubai-Schokolade. Ich hab, ich hab vom Trend nichts mitbekommen. Also, aber ich hab sie gegessen. Über alles. Aber ich hab sie gegessen. Meine Mutter hat sie mir vorbeigebracht. Ja? Du hast nicht mitbekommen, dass es auf TikTok ist. Allerdings hast du sie gegessen, weil sie auf TikTok ist. Höchstwahrscheinlich. Also, sie wäre dir wahrscheinlich ansonsten nicht mitgebracht worden, wenn sie nicht gerade überall so in aller Munde wäre. Oh fuck, wie machen wir das jetzt? Wow! Also. Wow. Nein! Digga, ich war stärker, ey. Ich war auf jeden Fall stärker. So, Ares, wie machst du das jetzt? Hallo, können wir jetzt vielleicht mal über diese Dubai-Schokolade reden, Alter? Hast du den Punkt eingesammelt? Ich hab den, ja. Hä? Hast du musst einfach nur oben rausspringen oder was? Eine Tafel Dubai-Schokolade kostet ungefähr 15 Euro. Warum? Leute, hätte ich ja schon längst. Ja, weil es ein Hype ist und alle das probieren wollen. Meine Mutter war in Marokko und hat für eine Freundin Gewürze und sowas mitgebracht. Und als Dank hat diese Freundin, die Marokkanerin ist, Dankeschön, hat ihr dann eine Dubai-Schokolade self gemacht und hat die mitgebracht und hat sie mir gegeben. Ich durfte dann ein Stück probieren und scheiße, war das lecker. Es besteht erstmal zum einen aus Pistachio. Ey! Wow, übrigens, diese Pistaziencreme ist an vielen Orten ausverkauft, weil Leute sich alle diese Dubai-Schokolade selber machen wollen, weil die halt so teuer ist. Habe ich auch mitbekommen, finde ich crazy, ey. Aber das ist ja nicht nur das Einzige, was ziemlich nice ist, sondern da sollen ja auch diese Fäden und dieses Baklava-mäßige soll ja auch drin sein. Ja, das ist so, das heißt irgendwie Engelshaar oder Engelssträhnen oder irgendwie sowas. Das ist da drin, okay, das ist sind so komische, das ist genau, solche Engelssachen und das ist dann noch in einer Pfanne in Butter, ist so geröstet. Digga, das liebe ich ja. Und dann quasi in diese Pistazien-Schokoladencreme reingepunkt. Und das ist am Ende, das ist die Dubai-Schokolade, that's okay. It. Also ist super lecker, ich würde keine 15 Euro dafür ausgeben, das finde ich ein bisschen zu crazy. Aber ich liebe Schokolade, ich liebe Pistazie, ich liebe Künefe, ich liebe Baklava, ich liebe einfach alles, was da drin ist. Deswegen, es ist schon eine geile Kombination, muss man einfach sagen. Aber dass das jetzt wieder so ein Trendment ist oder so, vielleicht... Ich lese jetzt auch gerade im Chat schon, dass hier sich der Sohn von jemandem schon alle Zutaten besorgt hat, um das auch selber zu machen.
Also es ist gerade, ja, es ist gerade krass im Hype. Es machen richtig viele. Ey, wollen wir auch Dubai-Schokolade machen? Ey, wir müssen ein Video machen. Wir machen Dubai-Schokolade. Also das würde jetzt passen, ja. Das Ding ist allerdings, wie gesagt, dass die Zutaten überall ausverkauft sind. Scheiße, was machen wir dann? Und dann kannst du bei eBay dann wahrscheinlich irgendwie so eine Packung Pistaziencreme für 80 Euro kaufen oder sowas. Ey, ich fahre mir so einen Scheiß zusammen schon wieder, ne? Das ist ja unfassbar. Ja, ich habe noch nicht einmal die Koralle geschafft. Okay, dann fährt sich Deko noch mehr den Scheiß zusammen, das ist okay. Okay. Job hier nach diesem scheiß Wall wechselt mal runter. Es ist Hype, der durch TikTok gekommen ist. Der Preis ist gerade richtig am Durchdrehen. Normalerweise kostet so eine Tafel wahrscheinlich irgendwie 5 Euro. Jetzt halt durch diesen Hype, durch die krasse Nachfrage und das künstliche Verknappen auch, ist es halt krass teurer geworden. Aber es schmeckt auch wirklich gut, muss man sagen. Ich weiß nicht, Digga. Also ich kenne sie selber aus Dubai und Kuwait. Ne, mein Vater hat ja in Kuwait lang gewohnt. Ach, kennst du die schon? Ja, also es ist da halt, was ist da eine relativ normale Schokolade einfach, ne? Gab's da so überall quasi mit dazu. Digga! Und ich fand sie jetzt nicht scheiße, aber es ist mir auch nie krass aufgefallen, dass die jetzt irgendwie super übertrieben geil wäre. Leider, ich krieg immer den letzten 360er nicht hin. Digga, ich komm einfach nicht zum ersten Punkt überhaupt, Alter. Lauf mich doch nicht zu von irgendwie 360er irgendwas. Ja, aber was ist, also, da ist doch alles einfach bis dahin, also wirklich. Ja, also, mir kommen natürlich auch Leute entgegen. Nein. Mich hier ständig halb wegrasieren. Ich droppe immer, ich mach den Void-Wechsel oben und ich droppe unten raus. Oh, ach so, vielleicht einfach mal da den Speed aktivieren, Digga. Warum aktiviere ich den Speed denn nicht beim letzten? Vielleicht funktioniert's dann. Also, beim Beat hat's nicht geholfen. Ja, beruhig dich doch! Zack. Beruhig du dich doch! Keiner schafft es, ja, wow. Aber Schokolade ist geil, Muchachos, haut in die Kommentare. Habt ihr mitbekommen von der Dubai-Schokolade und... Na, ey. Hä, wie geht denn das da? Ich dachte, das wäre eine Führung, das Teil. Ja, dachte ich auch am Anfang. Bin am Anfang auch richtig gegengebrezelt. Ey, Junge! Einfach reinspringen. Habt ihr davon mitbekommen? Haut in die Kommentare. Habt ihr es schon probiert? Haut in die Kommentare. Wie findet ihr, was sagt ihr zu den Preisen? 15 Euro, also das gibt es halt sehr viele Influencerinnen, die bewerben und quasi auch aus dem eigenen Shop teilweise verkaufen und sowas. Okay, und dann, die kriegen halt, also die machen sich damit halt gerade eine richtig goldene Nase. Zumindest jetzt für die Woche ungefähr, wo das im Hype ist oder zwei. Die schmeckt auch danach noch, nur sie wird danach wahrscheinlich günstiger sein. Die wird danach, wenn der Trend weg ist, dann wird es halt wieder ein normaler Preis sein, ne? Also 15 Flocken. Ich habe sogar... Der gute alte, Digga! Wo kommst du denn her? Von weiß ich nicht vom Spawn! Ey, du hast verkackt, ich hab dich doch sogar auf den Wall draufgeschoben. Nein! Hast du nicht? Der gute Sammy Slimani. Von dem habe ich ein Video gesehen, der hat sich 3 Tafeln geholt für 60 Euro. Und da muss man schon mal überlegen, Digga, in was für Verhältnissen man lebt, wenn man... sich so 3 Tafeln Schokolade für 60 Euro kauft. Es kommt drauf an, wie viel Gramm. Wenn das jetzt 6 Kilo waren, dann würde ich sagen... Nee, das sind 180, 190 Gramm Tafeln. Aber wo denn? Wie wo? Online. Okay. Aber es gibt ja nicht nur einen Anbieter, ne? Oder gibt es nur einen Anbieter? Nee, es gibt... Also es gibt wahrscheinlich so einen Originalanbieter, die sich ausgedacht haben. Es gibt eine so eine deutsche Koch-Influencer-TikTok-Dame oder irgendwie sowas, die sich damit rühmt. Die erfunden zu haben, quasi die Schokolade. Sallys Welt? Ich hab keinen Plan, wie die heißt, fuck mich nicht. Ich hab auch keine Ahnung. Irgendeine TikTok-Dame. Aber ja, also die machen jetzt gerade einen guten Reibach. Finde ich aber krass, dass die jetzt auch überall ausverkauft ist, so Pistaziencreme und so. Also, wenn du halt diesen Trend unbedingt mal mitmachen willst, ne, weil hat ja jeder diese Dubai-Schokolade. Und du willst aber nicht 20 Euro für eine Tafel ausgeben, so, dann machst du es ja. Und es ist halt auch sehr einfach selber zu machen. Du musst halt nur dieses Engelshaar einmal in Butter anbraten und dann den Kram in die Pistazienschokolade reindippen. Dann ist ja so? Das Ding schon fertig. Dann machen wir das. Ich dachte, das wäre jetzt so voll der Hack-Mack. Das ist so. Ey, dann machen wir die auch. Ja, aber in deiner Küche, ne? Ja, nein, auf gar keinen Fall. Ja. In meiner Küche da Schokolade irgendwie schmelzen, so eine Scheiße, da hab ich ja richtig Bock drauf, ja. In der Weihnachtsbäckerei. Okay, aber da bringst du Töpfe mit.
Achso, ja. Ey, ah, Digga! Sag doch, dass du da kommst! Okay. Digga, warum seid ihr immer noch da? Wie scheiße seid ihr, Alter? Ey, das... Der nächste Punkt ist ein bisschen haarig, Deko, also... Ja, muss ich auch sagen, also der... Hast du schon einmal den Down, den 63er da hinbekommen? Den zweiten? Nein. Ja, ich auch nicht. Oh, null. Das erste Mal, aber danach überdrehe ich mich immer. Ey, das ist... Ja, jetzt einfach irgendwie nach oben springen. Ja, oh, Digga, finally, leck mir die Eier, ey. Hi! War jetzt schwer, ne? Ja. Ah. Ich hab keine Ahnung. Okay, dann nächstes zeitlich passendes Thema gerade. Wir haben Anfang November. No Nut November. Wie sieht's aus? Ich habe heute erst erfahren, dass der No Nut November nicht bedeutet, nicht nur bedeutet, nicht fetten. Ich dachte immer, es geht nur darum, dass man nicht selber Hand anlegen darf. Es geht allgemein komplett um Sex. Ja, viel Spaß, ne? Ja, so. Wobei, ich habe bei dir ist ja vollkommen egal, ob so Januar bis Dezember ist es ja immer der No Nut November bei dir, ne? Ja, fick mich! Nee, dann dürfte ich ja, wie gesagt, auch keine Hand anlegen, ne? Und das ist ja, also... Wir haben jetzt den 4. November, ich habe ungefähr schon 12 Mal verkackt. so ungefähr. Aber ich habe gerade überlegt, ich glaube, ich steige einfach ein in November. Nicht im Stream, Deko. Was? Achso, okay. Ja, okay. Was? Okay, erzähl weiter. Ich steige ein in den No-Nut November. Ich mache ab heute No-Nut November mit. Gibt's da auch so eine Origin-Story, warum, oder? Vielleicht, kann sein. Ich kenne sie nicht. Vielleicht geht es irgendwie so um Awareness oder darum, dass heutzutage der Pornokonsum so krass ist oder irgendwie solche Geschichten. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da einen produktiven, eine Message gibt. Sowas, aber ich kenne ihn nicht. Aber ja, also ich werde jetzt einsteigen in No Nut November, den 4. Ja, wer kontrolliert das? November. Ich habe heute schon Hand angelegt, das heißt... Nein, habe ich nicht. Und, ja, wer kontrolliert das? Du musst die ganze Zeit irgendwie so eine Cam auf dein PC richten. Oh, runter, wie, was für kontrollieren, Digga? Ich selber mach das. Destroy Dick December. Und ich werde Updates geben. Eko, was hältst du denn von dem Destroy Dick December? Da bin ich voll dabei dann, Alter. Digga, also wenn ich den No Nut November durchhalte, dann machen wir aber auf jeden Fall sowas von Destroy Dick November, Dezember. Aber sowas von, Ey, wie hat das denn jetzt schon, Ja. Ich hab's jetzt auch. Hey. Hallo! Digga, es war irgendwie dritter Try oder sowas. Ihr müsst nur anständige 360s machen. Das war super easy. Lava mich nicht voll! Hast du doch gesehen, dass ich dir das schon habe? Du hattest einmal Luck, Digga. Es war wirklich einmal Luck. Nein, ich hab's dreimal fast geschafft. Das letzte Mal hat es dann richtig funktioniert. Aber ich war dreimal kurz davor. Von 5 Tries oder so. Digga, also, du hast echt Glück gehabt. Du hast echt ein bisschen Glück gehabt. Da war kein bisschen Glück dabei, das war nur Skill. Und es war super easy. Ja, das war super easy. Ihr miesen Sackflöten. Ja, will sich irgendwer noch anschließen, No Nut November? Nee, auf gar keinen Fall. Krieg ich hier noch Gefolgsleute? Nein, warum? Okay, Muchachos, haut in den Chat. Ich mach das zum allerersten Mal. Ich hab noch nie No Nut November, ich weiß gar nicht, was es hier schon gibt. Verkackt, noch nie gemacht. Haut in die Kommentare, Muchachos, sammelt euch, vereinigt euch. Super Saiyajins, Assemble, wie heißt das? Avengers, Assemble oder irgendwie sowas? Wer schließt sich mir an, auf meiner Mission den No Nut November richtig durchzunatten? Also nicht durchzunatten, also gar nicht zu natten. Nein, hier ist ja wieder sowas aus, hab ich vergessen. Warte mal, da geht's da lang. Ah, okay. Ja, die ersten 0 habe ich hier schon. Nein, Friede! Nein! Darum geht's nicht. Ich hab auch schon verschissen. Ich starte den No Nut November verspätet heute am 4. November. Ja, das ergibt ja voll Sinn, ne? Boxershorts dann. Eko, du solltest nicht immer so viel mit dem Chat interagieren. Sag's dir doch mal. Nein, das war ja... Ja, aber es ist ja auch für die Zuschauer, ne? Also, auch wenn ihr jetzt nicht am 1.11. angefangen habt, wir starten jetzt am 4.11. beziehungsweise wann auch immer diese Folge raus. Oh, das dauert noch ein bisschen, ne? Das dauert noch ein paar Tage, ja. Okay, dann habt ihr noch einen halben No-Nut November. Oh, fuck. Wir müssen die Folge nach vorne ziehen. Ares? Auf gar keinen Fall. Doch, wir ziehen nach vorne. Die Folge kommt als nächstes.
Nein. Damit die Leute mitmachen können beim No Nut November. Ja, das könnt ihr auch so. Wenn die Folge erst am 14. oder sowas kommt, dann macht es überhaupt. Dann bringt das, ich das was doch nicht Sinn. Am 14. Ja, es war doch. Ich hab schon wieder vergessen, dass da. Ey, laber mich doch nicht voll mit so einem Scheiß, Alter. Ich vergesse die ganze Zeit, dass sie kommt, ey. Schon zum zweiten Mal. Wo müssen wir? Müssen wir wieder auf die Spirale rauffahren oder müssen wir rausflippen? Ja. Spirale. Sicher? Ja, hundertprozentig. Okay. Fahr rechts. Wow, ey. Ja, ich fahr rechts. Ich bin gerade nach oben gefahren. Ja, und ich bin da unten anscheinend. Hä, hey, und ich wo müssen wir dann... Ich hab jetzt schon zweimal das vergessen... Das war's schon? Hä, ja, ich hab jetzt schon zweimal vergessen, dass da dieser Schmutzige kommt. Ich bin einfach da lang gebrezelt, weil ihr mich die ganze Zeit voll habt mit diesem No-Nut-November-Dinger. Wieso ihr? Deko haben wir jetzt auf einmal hier einander. Okay. Also, Muchachos, wer schließt sich mir an? Beim No-Nut-November. Haut's in die Kommentare. Egal. Ich mach das und ich werde Updates geben. Ich werde auch updaten, wenn ich schummle. Also wenn es vorbei ist quasi, wenn ich verkackt habe. Genau. Ja, das sieht man doch. Ich, alle Religiösen wissen doch, dass du dann irgendwie Haare an den blind Händen bekommst, oder? Dass du was wirst? Blind. Nee, das hab ich noch nie gehört. Hey, klar, Digga, lau mir nicht zu, Alter. Hey, Retalk, das hab ich noch nie gehört. Ich kenne das nur mit den Haaren an den Händen, dass die dann Haare an den Händen wachsen. Haaren oder spielen. Hey, also ich kenne das... Ich kenne das noch mehr, dass man davon blind wird, als dass man Haare an den Händen hat. Warum denn blind? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Das war immer so ein Ding, das einem früher die Eltern erzählt haben. Wenn du onanierst, wirst du blind. Was für Eltern hattest du, Alter? Nein, meine nicht. Ich hab onaniert ohne Ende, Alter. Aber das hat man sich so erzählt, dass Eltern das so erzählen. Oder die Kirche oder so, keine Ahnung. Hab ich noch nie gehört, Digga. Noch laber nie. Mich nicht zu, Alter. Das ist tausendmal Muchachos. Auch da wieder seid ihr gefragt. Euer Wissen in die Kommentare, kennt ihr das eher, wenn man fabuliert, dass man Haare an den Händen kriegt oder dass man blind wird? Also das Real Talk, das mit blind höre ich gerade zum ersten Mal. Ich höre zum... Nee, Haare habe ich auch schon mal gehört, aber... Wie gesagt, Rechtsfahrgebot wieder, ne? Rechtsfahrgebot, dankeschön. Hä, hey, nein, wir müssen... Nein! Anfahren? Geht das noch? Geht das noch? Geht das noch? Geht das noch? Nee, leider wieder nicht hinbekommen. Also ich stelle mich heute echt leck mir die Eier, okay. Nicht gut an. Aber alles ist wie immer, oder? Also. Ja, komm, wir sitzen am gleichen Punkt, Mann! Aber ich bin schon besser. Ich weiß gar nicht, wie ich den nächsten Punkt geschafft habe. Ja, bist du schon weiter? Ja. Achso. Oh. Ich bin die Spirale runtergekommen, auf dem Warride wieder aufgefahren und hab den Speed gezogen und hab's irgendwie geschafft, keine Ahnung. Speed hast du gezogen, ist aber jetzt weil auch nicht Marvin, so ganz kürzlich, Marvin meinte, ne? Da kommt dir noch irgendwas, irgendwie schmutziger oder irgendwie sowas. Nein, direkt nur beim Runterfahren, der. Hä, aber wie kannst du, also, man muss doch wirklich nur runterfahren, da ist doch sonst gar nichts mehr. Du musst doch den Schmutzigen noch hinkriegen. Welchen Schmutzigen denn? Ich hab doch gerade gesagt, ey. Ach, der Tube. In der Tube. Hä? Nee, nein, du musst runterfahren. Hä? Spirale runter und dann ist doch vorbei. Nein, da ist doch noch der Schmutzige die ganze Zeit. Digga, das sag ich doch die ganze Zeit. Ich hab keinen Schmutzigen gefahren. Ja, musst du aber. Ich hab den Speed gezogen und das war's. Ja, dann hast du... Wurde teleportiert. Keine Ahnung, wo du dann warst. Auf jeden Fall falsch. Boxershorts. Ja. Hey, ich wurde teleportiert, Junge! Wenn du keinen Schmutzigen zurückgemacht hast, dann bist du auf jeden Fall falsch gefahren. Ja, weil du musst doch wieder an den Ballride. Also quasi, du fährst einmal hin vom Punkt, wieder zurück. Hä? Ja, wie soll das denn hier gehen, Alter? Ey, das ist super schwer, da frühzeitig rauszuspringen und... Boah, Alter. Aber wie ist denn Deko gefahren, dass er sowas nicht gefahren ist? Was hat er getan? Also ich kam die grüne Spirale runter, da war ein Warride, ich habe den Speed gezogen und dann wurde ich teleportiert. Ey, dann hast das du war soweit meine Erinnerung. Gemacht. Vielleicht habe ich auch einfach nur zu viel gefappt und deswegen, das ist einfach schlecht fürs Gehirn. Also dann hast du ja gar keins mehr, wenn es danach geht, ey. So, ich drehe noch eine extra Runde. Gib Bescheid, Aris, wenn du hier in der Tube bist. Ich weiß nicht, wie das hier gehen soll, Alter. Fahr die Spiral noch. Das ist doch viel zu... Ich muss doch da ins Wasser fahren, das ist doch viel zu schmal da. Den Schmutzigen. Habe ich vorher noch einen Schmutzigen gemacht, Junge? Ja, hast du safe. Ey. Ich kriege den einfach nicht hin. Ja, Hauptsache, guck mal, wie krass hin. Gut ich bin, dass ich einen Schmutzigen mache, wo ihr Probleme habt und ich weiß nicht mal mehr, dass er da war, Alter. Mann! Ey. Also, ich habe keine Ahnung, was mein Problem mit dieser Map ist, ne?
Ich habe auch die ganze Zeit Probleme mit dem Flip einfach nur. Ja, nein, ich hab's geschafft, Junge! Okay, ein bisschen schneller fahren und er raus. Bisschen schneller und er. Wo muss ich denn eigentlich gleich hin? Ich fahr. Hey. Ah, ich fahr da unten weiter. Dass der auch so leicht nach oben gebogen ist, ne? Das lutscht einfach nur, Digga. Das lutscht richtig. Ja, meiner hat ja so eine kleine Linksbiegung. Okay. Ey, der Hüttenweg, ne, der ist gar kein Ding, ne? Aber der Rückweg. Der Hüttenweg? Digga. Ja, ey, hast du gesagt? Du hast gesagt Hüttenweg. Der Hüttenweg ist gar kein Problem. Warte, bist du gleich durch oder was, ey? Ja, besser als Hüttenweg, Digga. Besser durch als Hüttenweg, ey. Ganz ohne Spaß, ey. Aber mal richtig. Fahr raus. Ey. Richtig. No Nut ist seit 2011 eine Satire und unter dem Vorwand, dass des Verzichts auf Ejakulation und das Nicht-Anschauen von Pornos gesundheitliche Vorteile hat. Es war eine Satire. Und daraus ist das dann entstanden. Aha! Also erstmal, aha! Wie ich gesagt habe, geht's da um Fetten und nicht um Sex. Und dann, wie ich gerade sagte, in der U-Bahn-Schule mit 2021. Ich hab's sogar noch genau im Kopf, wann das erste Mal der Scheiß aufgekommen ist, Digga. Ich hab einfach ein Gehirn wie so ein Elefant, ey. Ich weiß jetzt nicht, wo du rausgelesen hast, dass es nur Fetten ist, aber es ist scheinbar alles. Weil da du vorgelesen hast, onanieren und Pornos gucken. Nein, Ejakulation, habe ich gesagt. Achso, okay. Also kurzum, für die ungebildeten wie Deko hier, abspritzen. Oh, fuck! Herrlich. Herr Ares hat es? Ja, Ares hat es, aber ey, es wird nicht besser, ne? Nee, wird's nicht. Jetzt habe ich auch den Boost gezogen und... Nein! Das, ey, dieser kleine Scheißpunkt war das schon? Ey, das Problem ist jetzt, dass wir zu dritt hier sind, Alter. Hi! Wir müssen unten in so einem Klärwerk eine ganze Runde fahren. Rückwärts. Rückwärts. Und dann wieder vorwärts und hier hoch, während uns drei Leute entgegenkommen. Hallo! Ey! Hey! Ey! Digga, das fahr ich hier vorwärts. Das ist schon wieder eine Map, die kann man eigentlich nur ohne Kontakt starten. Ja, ich... Aber wenn du mich da auch noch hardcore wegrammst, Deko, du hast gerade den Krieg angefangen hier, ne? Das will ich nochmal kurz gesagt haben. Du bist falsch gefahren, Junge, du wärst eh nicht durchgekommen. Ja, wie, ich bin falsch gefahren? Du bist gegen das Schild gestoßen, du musst die Spirale unten runterfahren. Ja, weil du mich gerammt hast so lange. Ich komm zurück. Dich ramm ich weg. Nein, hör, ich komm zum ersten Mal zurück. Ich bin oben. Achso, ja, okay, ich fahr weg. Digga, nein, wir müssen hier... Ey, du führst das erste Mal zurück? Ja! Wie soll das nein! gehen, Mann? Nein! Nein! Ey! Digga, ich hab sogar den scheiß MG-Flip hinbekommen, Alter. Und dann, ey... Alter, leck mir die Eier, ey. Den weise bitte nicht, ich muss den Nonat irgendwann mal durchziehen. Okay, ich fahr zurück. Ich fahr nach oben. Ich fahr nach oben. Machen zu wollen. Jetzt mal ernsthaft. So. War jetzt gerade so eine spontane Idee. Warte. Ist so ein Emschi. Ey, Emschi verkackt. Warte mal. Da kommt. Ich guck mir das jetzt ganz genau an. Emschi. Danach kommt ein geführtes Teil. Ich glaube, du musst den MG wieder fahren. Ich komm zurück. Ich bin nicht da. Ja, ich verpiss mich auch. Alter, leck mir die Eier. Danke, Jungs. Bin nicht Digga, da. Digga, jetzt, wie soll ich den MG wieder schaffen, Alter? Viel Glück, Mann. Viel Glück. Oh, ich hab den MG. Komm. Ja, ich muss ihn nochmal schaffen. Nein. Oh. Die Führung klappt. Sehr schön. Ich komme in MG zurück. Wäre perfekt. Nein. Ich habe den MG geschafft. Zurück. Muss ihn zweimal hinkriegen? Ja, hab ich doch gerade festgestellt. Vorm Punkt. Oder was? Ey, jetzt wird's aber frech. Ja! Nee. Hast du's? Nein! Ey, du hast zweimal den MG bekommen, hast den Punkt nicht bekommen. Ey! Ey, Digga. Ey, Digga, wer hat denn diese Scheiße gebaut, Alter? Alter. Digga, ich hab jetzt gerade noch drei Vorwärtswechsel gemacht. Ich hätte noch zwei mehr machen müssen. Alter. Und Alter. Ist da zweimal in den MG? Punkt.
Oder muss man da oben lang fahren? Ne, ich muss doch da lang fahren. Ey, Digga. Ey, da kommt wieder so viel, Alter. Hätte nicht, hier war ein Punkt. Ich fahr wieder an, wo die Führung ist. Das ist Automatik-Scheiß. Ah, sehr schön, Punkt. Digga. Oh, Digga. Ich fahr wieder oben, ich fahr wieder oben. Ja. Nur zweimal, nur... Alter, MC, okay, Digga, okay, dann geht's, kommen. Dann ist okay. War, bleib da, ich muss nur den MC hinkriegen. Ja, ich bleib hier. Ey. Aber Respekt, dass du den MC da hinbekommen hast, ey. Zweimal von zweimal. Zwei Tries. So. Um das nochmal festzuhalten, ja? Da kommen schon, ne? Man sagt ja hier, wenn man nicht mehr nattet, dann kommen ja auch so krasse unterbewusste Fähigkeiten. Das zeigt sich jetzt schon bei mir. Also das Einzige, was ich jemals gehört habe, das war bei American Pie 2, wo die am Standhaus sind. Ja. Und Stiflers Mom, was mit Finch. War das Finch? Nee. Ja. War das Finch? Okay, ja. Wo er so Kamasutra oder was auch immer der da gemacht hat. Im Auto, ne? Nee, der hat einfach. Hat er nicht Stiflers Mom im Auto geknallt? darum geht's doch gar nicht. Es ging darum, dass er sich zurückgehalten hat, ja? Und der hat eben. Vielleicht kommt daher ja der 9. November von ihm. Er hat wieder American Pie hat das entdeckt. Kann sein, ne? 2011? Ja. Warte mal. Nee, ist zu spät, glaube ich. American Pie ist eher 1999. Der zweite American Pie ist auf jeden Fall nicht von 2011, Alter. Nee, das stimmt. Oh, erstmal. Vater! Digga, diese Scheißwolken, aber okay, das ist machbar auf jeden Fall. Der letzte ist schwer, Digga, letzte. Muss ja alle so perfekt nehmen. Ja, also der. Bist du welchen hast du es denn geschafft? Ich habe es zweimal bis zum vollsten. Oh. Also, das ist der Verrückte hier. Hier. Ja, habe ich. Ist unten fahren oder oben fahren? Unten fahren, ich fahr. Oben, glaube ich. Nein, ey. Ist oben, ne? Oh. Oh, ist hier wieder ein Punkt gewesen? Nein! Alter, okay, das Nein. ist echt hart, ey. Ich bin... Oh, ich hab's auch wieder. Ich hab's direkt wieder. Das ist echt hart, okay, krass. Stark. Digga, du hast sonst immer richtig Probleme mit Wallwechseln. Ja, hab ich auch. Ich freu mich dabei. Oh, und jetzt? Nein, zurück! Ah. Nein, ich muss den ganzen Scheiß zurückfahren, Deko. Ich würde jetzt schätzen, dass da ein Punkt war. Wieder. Scheiße. Nein, da war kein Punkt. Ich muss alles. Alles wieder von vorne. LOL! Digga, Aris, Alter, du bist sag aber auch doch Lebensmüde, was. Alter. Also wäre da jetzt ein Punkt gewesen da hinten, dann wäre es okay. Weil dann hätte man noch Möglichkeiten, hier ein bisschen Spaß zu haben, ne? Nicht um Spaß zu haben. Digga, dass ich immer den letzten da verkacke, ey. Ja, bei mir ist jetzt sogar schon auf dem Hinweg schaffe ich den sogar meistens, aber auf dem Rückweg halt nicht. Ey, lass mal eins, zwei, drei, vier, fünf Voidwechsel, Alter. Ich fahre raus, ich hab diesen Rückwärtspart geschafft, fahre raus und knall oben gegen diese scheiß Schild gegen, Mann. Das hab ich mir auch, das hat mir sofort eingebläut, Alter, dass ich nicht oben fahre bei der Spirale. Ich nehme aber wirklich gerade alles mit. Ey, Junge! Oh! Okay, ich fahr wieder gleich zurück. Ich fahr mal wieder zum Kreisel. In der miese Kreisel. Hey! Oh, wollen wir GTA ausmachen und bis jetzt hier zocken? Oh, ey, der erste ist broke, Digga. Der erste ist richtig broke, ey. Scheiße. Ey, Digga! Ey, warum bleibst du denn MG da oben? Ich muss ja, da oben! Ey! Digga, Hauptsache, weil du von unten gekommen bist! Ey, nein! Er fährt erstmal nach unten, dann wieder nach oben, ey! Nein, ich bin oben geblieben! Schatz. Da hab ich gesehen, du bleibst auch oben, da wollte ich runterfahren! Ey! Hi, Jungs! Digga! Nein, Digga, jetzt haben wir noch Aris hier, Alter! Ey, ja? Warum, Digga? Warum? Ich verstehe einfach manchmal Marvins Entscheidung nicht, Ja, ich muss doch nach oben, du Sackfuchs. Ja, aber deswegen bin ich doch dann runtergefahren. Ja, und ich bin nach oben gefahren. Nein, du bist runtergefahren. Ich hab's wieder, ne? Also, ich will's nochmal sagen, ich hab's wieder. Und ich fahr jetzt zurück. Ja, ich wollte einfach nur an ihm vorbei, Nein. Ja, hab ich. Es sind noch die normalen Wallwechsel. Nein! Aris! Es gibt eine Regel. Es gab eine Regel, wenn man zu...
wissen, dass du da bist. Hab ich gesagt. Ich hab gesagt, ich komm zurück. Ja. Ey, halt's Maul, ja, Mann, aber ey. Woher sollte ich denn, ey, ich das bin erste erst Mal. Angekommen, aber mich nicht heul, Mann. Ey, das erste das Mal, ich doch nicht ey. Wissen. Ey, schmeiß den Jungen raus, Digga. 400 Jahre Bann, ey. 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 Ich sag sogar, ich komm zurück, ey. Und. Ja, woher soll ich denn wissen, wo du langfährst? Ich bin eben erst hier angekommen. Ja, aber wenn er nicht die gleiche Strecke fahren würde, die wir hinfahren, dann müsste ich sagen, ich komme zurück. Ja, aber was weiß ich denn, wo, an welchen Stellen er mir entgegenkommt? Meine Digga, Fresse, halt's Maul einfach, Digga, sei ruhig. Ey, Digga, dieser Punkt okay. ist so ein Ich bin im Kreisel wieder, ich bin im Kreisel. Ja, fahr ich gar nicht erst los. Bleib mal da am Spawn. Nur der Erste, also wenn ich den Ersten direkt verkacke, was sehr wahrscheinlich ist, ne, aber I try my best. Der Erste ist auch, also der Erste auf Rückblick, dann ist auch... Okay, hab ich, okay. Jetzt nur noch normale, ne? Jetzt nur noch normale, Digga. Nur noch normale. Digga. Ey, das ist schon wieder... Ich konnte mich kurzzeitig nicht konzentrieren, aber ich hab's bisher. Immer noch? Ach so. Und jetzt? Oben abflip. Und dann... eigentlich nur durchfahren. Was andere Möglichkeiten. Ja! Endlich. Wie gesagt, das ist bei mir doch gibt's noch, es kommen sogar neue Folgen. Ja, sind nicht mittlerweile schon 80 oder so? Ich hab keine Ahnung. Oh. Digga, GG Marvin, schön gespielt. Oh. Ich find geil, dass jetzt zumindest einer von uns beiden einen Scheiß hat. Ey, ich schreie halt so nach vorne, weil ich Angst habe, dass wir uns gleich wieder irgendwo entgegenkommen. Ja, auf jeden Fall schreie nach vorne. Wie viele Punkte hast du jetzt? Du bist bei der Hälfte sein, ziemlich genau wahrscheinlich, ne? Ich bin jetzt bei Punkt 32 von 62, ja. Alter! Ja, es ist so crank, Alter, schon fast eine Stunde dabei und erst die Hälfte der Punkte. Jeremy? Ich hoffe jetzt ist die Schwierigkeitsgrad wieder normal, ey. Ist ja jetzt nicht so, dass... Ja, bisher läuft's. Oh. Ja, Digga, ein Emschi kommt da noch? Halt's Maul, ey. Okay. Halt's Maul, Skyfall. Ist halt wirklich so. Ey, okay, MG verkackt, aber ich glaube, da ist so schon direkt der nächste Punkt. Also, der nächste Punkt ist um einiges entspannter, Digga. Um einiges. Also, ich habe aber wahrscheinlich noch nicht alles gesehen, ne? Also. Digga. Schauen wir mal. Na komm, jetzt müsst ihr euch zumindest weniger Sorgen machen, ja? Ich komme wieder zum Kreisel. Ja, ich bin am Spawn, mach. Nein, du rotzt ihn jetzt auch einmal weg. Nein, ich rotz ihn nicht weg. Natürlich, du rotzt ihn jetzt auch einmal weg. Halt die Fresse, jetzt muss ich konzentrieren hier. Nein. Ey, Digga, ich bin beim Rüberflippen beim zweiten mit dem Reifen hängen geblieben, Alter. Digga, du arme Sau, ey. Ah, dass du den ersten sogar noch hinkriegst, Digga, hau. Ich finde den ersten nicht so schwierig, ich finde den zweiten schwieriger. Digga, beim ersten hast du ja noch normal Platz, du hast ja nur beim zweiten dann diese kurze Strecke nur. Also Barbara Salisch kehrt zurück. Von Holt gibt's wohl nichts Neues. Digga, warum brauchen wir allgemein sowas? Das ist doch der letzte Rotz-Content, Digga. Naja, besser, aber besser Richterin Alexandra Salisch als hier. Richter Alexanderin Salisch! Ja, war gut, ey. Als hier irgendwie Familie im Brennpunkt oder Love Island oder so eine Scheiße, Alter. Ey, das ist alles wirklich Einschlag. Nein, sag doch mal! Ey, Digga! Er kommt mir entgegen, sag nicht mal! Ich hatte so einen geilen Winkel, Mann. Ich bin durch, Digga. Ey. Ich hab wirklich auch nichts von Deko gehört. Muss nein, ich hab mich doch über Alexandra Barbara. Schlag mich tot hier, Alter. Gefreut? Labarababas. Ich hab einfach gerade überhaupt nicht mehr daran gedacht, dass Ares mir so viel entgegenkommt wieder. Okay, ich hab den ersten Lachs habe ich jetzt, Leute. Ja, den ersten ja, Lachs habe ich. Ja, interessiert keinen Schwanz, mach weiter dann heute im Mund. Ja, mach jetzt hier Rest, drauf, fertig. Ey, Feierabend. Junge! Ey, das wäre mein Try gewesen. Aha. Ich glaube. Mit dem Try wäre ich durchgekommen gerade. Was genau passiert? Wurdest du jetzt auch von Ares einmal weggerotzt? Ja. Oh, okay. Ja. Den bei ersten hatte ich schon geschafft und auf dem Weg zum zweiten kam mir entgegen. Okay, dann habe ich ja das bekommen, was ich wollte. Dann wurde Deko auch nochmal getrollt. Das war schön. Ja, dann muss ich jetzt nur noch einmal in deinen Hals. Ja? Lachsen. In meinem Hals lachsen. So, ich wollte im Kreis. Eigentlich wollte ich sagen, in deinen Hals ficken, aber es hört sich zu hart an. Ich bin im Kreis. Rückweg.
Ich hab Bock. Oh, geil! Wieder der nächste Punkt, Digga. Jetzt geht's doch, ey. Das war nur dieser Warhead-Wechsel, ey. Also wirklich, grandiose Map. Skyfall. Skyfall, geil, aber das war viel. Das war einfach zu viel, Digga. Das war einfach viel zu viel. So einfach vier Warhead-Wechsel machen musst, noch dieser kurze dazwischen ist, Alter. Hä? Das ist so asozial, wirklich. LOL? Ja, er würde gehen, wenn's halt. Zwei Voltwechsel und der kurze okay. werden, aber... Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber es sah geil aus, Digga. Ey, leck mir die Eier. Alter, meine Flips sehen war so dermaßen schlecht aus. Aber danach ist wirklich wieder entspannt. Also es ist in Anführungszeichen nur... Schöne Map! Also es wurde einfach, halten wir fest, es wurde verkackt, da hinten einen Spawn zu setzen. Wär das Spawn da, wär's super, also dann wär's cool. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da ein Spawn beabsichtigt war eigentlich. Ja, oder wahrscheinlich einfach... Also einfach, weil's halt bei dem Punkt davor, der sehr ähnlich war, auch da ein Spawn war. Ah, ja. Möglich, ja. Aber ich hab hier bei einigen Sachen hart verkackt, Digga. Deko kann sich an manche Stellen gar nicht erinnern, da habe ich todeslange gebraucht. Deswegen, eigentlich müsste ich Erster sein, Alter. Kein bisschen, Digga. Sowas von, Alter. Das Ganze wieder so viel tausendmal besser gemacht. Und am Ende gewinnt Lugi, oder was? Und was mit Ares? Hat Ares das auch verdient, oder? Also, ich sag von mir selber, nein, auf gar keinen Fall. An welcher Stelle war ich euch auf dieser Map überlegen? An keiner einzigen. Ey. An keiner. Okay, aber dann musst du aber auch allgemein sagen, wann geht, war dann es, ey, wo? Nie. Also, was für nie? Ja, hä? Wann warst du uns irgendwann mal zu irgendeinem Warhead überlegen? Stimmt nie, Digga. Ja. Ungefähr nie. Ungefähr nie. Ja, ja. Ungefähr. Ich lasse statistische Ungenauigkeiten zu. Nein, nein, Digga! Ich wäre, glaube ich, fast durch gewesen jetzt. Ja. Bist du schon durch. Am Ende? Ich glaube, ich bin beim letzten Punkt jetzt, ja. Hä? Ja, genau, Alter. Aber der Punkt, der hat es auch nochmal ein bisschen in sich, muss ich sagen. Aber es ist possible. Ey, Digga, diese miese Warride-Wechsel-Scheiße hier, Digga. Warum denn so viele am Stück? Ich bin so froh, dass die Scheiße weg ist, dass ich nicht mehr fahren muss. Ich will Skyfall entführen, ihn auf dem Stuhl festbinden und ihn dadurch dazu zwingen, auch beim No-Nut-November mitzumachen, Alter. Aber er bekommt den No-Nut-Dezember noch oben drauf. Den No-Nut-Dezember? Ja. Und zum 24. kann er sich dann nach 2 Monaten Abstinenz auf den Weihnachtsmann einhobeln. Oh, Digga, ich muss sagen, die Map ist schon ganz, ganz nett, ey. Ganz scheiße, ja. Ziemlich scheiße. Ja. Wusstet ihr, dass alle Rentiere vom Weihnachtsmann Rentierinnen sind? Nee. Weil männliche Rentiere verlieren im Winter, wobei ob es im Winter ist, weiß ich nicht genau, aber verlieren auf jeden Fall ihr Geweih. Ja, und wie erklärst du Rudolf? Das ist doch todesunlogisch. Warum? Ich dachte, die kämpfen mit dem Geweih. Also warum sollten dann Männer... Ja, hä, Digga, Rehe verlieren auch ihr Geweih. Warum? Und sag, er hat keinen Plan von irgendwas und labert rum, Alter. Wir verlieren ihr Geweih, das ist extra. Nein, aber ja, die Frauen verlieren aber nicht ihr Geweih, oder was? Nein. Ja, ist so! Ja, keine Ahnung. Musst du mir sagen, natürlich werden sie es doch irgendwann mal verlieren. Lab mich doch nicht voll. Ich habe jedenfalls gelernt, weibliche Rentiere werfen ihr Geweih nicht ab, deswegen wieder mit deinem Halbwissen, die Rentiere... Nicht voll, Alter. Google ich, dass du dieser Schwanzkabuster, Alter. Weibliche. Oh. Ja? Rentiere. Ja, das wird alles der Kugel mal. Nein, schon wieder. Das Rehen ist die einzige Hirschart, bei der auch das Weibchen regelmäßig ein Geweih trägt. Dass das Männchen. Das des Männchens ist mit einer Länge von 50 cm bis 1,30 m ausladender gegenüber nur 20 bis 5 cm bei den Weibchen. Männliche Tiere werfen ihr Geweih im Herbst ab. Ja, und Weibchen Frauen? Erst im Frühjahr. Aha. Das heißt aber, aha, im Winter, wenn der Weihnachtsmann mit seinen Rentieren unterwegs ist, haben Deko. Männliche Rentiere aha. kein Geweih. Ja, das mit dem Weihnachtsmann ist dann richtig. Aber das, was du da zwischen gesagt hast, war Bullshit. Hä?
Ich habe vermutet, dass weibliche Rentiere Geweih nicht abwerfen, ja. Ja. Aber das war eine Vermutung und kein Wissen, deswegen habe ich ja gegoogelt. Ey, und dann kommt dieser, ey, ich bin schon so weit gefahren, dann kommt dieser Sack aus dem Nichts, ey. Ey, wenn es einer nicht verdient hat, ne, dann ist es dieser trockene Arschfurz, ey. Ich kann mit dem da keine Kralle ziehen. Hast du da eine Arschführung gemacht, sei ehrlich? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also ja. So, aber second try, also. Hey, das heißt, das hier ist der letzte Punkt, danach kommt das Ende oder was? Wenn Ares jetzt auch schon sofort bei dir ist und du jetzt beim letzten Punkt bist. Oh, ich bin jetzt beim letzten Punkt. Ich bin durch. Achso. Ich bin durch. Most probably. Oh, ich muss noch einen Bremsschwung machen. Ich muss sagen, ich hätte den Rest hier auch noch gerne gesehen, aber diese Voidwechsel waren irgendwie... Ich glaube wirklich, den einen Try, wo Ares sich gelaxt hat, das wäre es gewesen. Da bin ich echt gut angefahren. Ja, genau! Ja, also ich meine, es kommt ja am Ende der Rest der normalen Voidwechsel. Es kommt auf die ersten beiden an. Oh Gott. Jesus! Aber ich bin froh, dass Marvin es hat und ich deswegen aus dem Zugzwang heraus bin. Nein, ja, das ist doch erster, Alter. Dann ist ich dachte, Ares wird doch erster, ey. Das wäre irgendwie voll nice. Ey, leck Arsch, Digga. Alter, leck Arsch! Auf gar keinen Fall. Das wäre auf jeden Fall nicht verdient, ne? Aber heißt das doch? Also, ich würde ihn nehmen. Egal, du würdest alles nehmen, weil du bist eine richtige Schaftnase, ey. Eine Schaftnase finde ich gut, ey. Dieser Hass wieder, das ist unfassbar. Aber, Muchachos, es kann nur einen geben. Ja, nach 62 Minuten des Grauens. Man muss sagen, ein Punkt. Eine Stunde, Muchachos! Hashtag! Ein Punkt, Digga, war crazy. Salzige Kimme in die Kommentare. Ich hab ihn, oder? Ich hab ihn! Hä? Digga, also ich kann auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen... LOL! Achso, Muchachos, ich hoffe, es hat euch gefallen, ja. Das war ein spontanes Ende. Herzen geht raus. Internet ist bei mir einfach weg. Aber ihr seid ja hier in der Aufnahme live dabei. Ja, easy gewonnen, würde ich sagen, oder? Bis dann, reingehauen. Wo kommst du denn her? Von weit sie nicht vom Spawn!